Es treten an das Würzburger All-Star-Team gegen die Mannschaft von Projekt Würzburg e.V. Nach einer kurzen Aufwärmphase wird es ernst, der Ball rollt. 2x10 Minuten müssen bestritten werden. Für die Teammitglieder, die sich zum ersten Mal auf dem Platz treffen, gar nicht so einfach, als eine Mannschaft zu agieren. Zumal das spielerische Niveau durchaus unterschiedlich ist. Ach, ich denke mir einfach die Freude am Spielen und einfach die Einsatzbereitschaft. Und alle, die da mitgespielt haben, sind in irgendeiner Form auch im Gesellschaftlichen engagiert oder sozial engagiert. Insofern macht man bei sowas einfach mit Elan und Freude mit. Und das zeichnet dann auch eine gute Mannschaft aus. Der Mannschaftsgeist hat einfach gestimmt, obwohl keiner heute hierher kam und wusste, mit wem er spielen würde. Und das ist das, was dann halt auch einen guten Kick für eine gute Sache ausmacht. Für die einen ist es ein lustiger Kick am Samstagvormittag. Die anderen legen ihren ganzen sportlichen Ehrgeiz in die Partie. Und doch stehen alle für einen guten Zweck gemeinsam auf dem Platz. Hat total Spaß gemacht, weil das natürlich Persönlichkeiten aus Würzburg sind, die man auch nicht jeden Tag immer sieht. Und dass man mal in der Truppe zusammen spielt, fraktionsübergreifend, das hat richtig Spaß gemacht. Obwohl wir ja vorher gar nie geübt haben, wir haben uns nur warm gekickt miteinander, sonst nichts, hat das alles auf Zuruf geklappt. Also wir haben sogar Pässe hinbekommen. Beide Teams kämpfen, am Ende steht es ausgeglichen 1:1. Die Partie natürlich außer Konkurrenz, allein für die gute Sache. Schließlich brauchen Events wie dieses jede Menge ehrenamtliche und prominente Unterstützung. Ich finde das sehr wichtig. Also erstmal, dass sich Persönlichkeiten zur Verfügung stellen, für Projekte auch werbend unterwegs zu sein, weil das animiert, das macht Lust auch in weiten Teilen der Bevölkerung, sich da auch anzuschließen, auch mit kleineren Beträgen oder auch vielleicht mit größeren soziale Projekte zu unterstützen. Unsere Gesellschaft ist immer mehr darauf angewiesen, dass solches freiwilliges soziales Engagement stattfindet. Der Staat kann nicht alles tun, das wäre ein Irrglaube. Das Charity-Event wächst im dritten Jahr weiter. An 2 Tagen dreht sich alles um den Fußball auf dem Gelände der Beppo. Am Samstag laufen 16 Jugend- und Hobbymannschaften auf. Am Sonntag treten 18 Firmenmannschaften aus ganz Unterfranken an. Sogar aus Frankfurt ist ein Team angereist. Mit Geld und Sachspenden unterstützen inzwischen 55 Sponsoren das Benefizturnier. Wir sind gewachsen von allen Seiten. Wir spielen an 2 Tagen. Wir sind von den Sponsoren gewachsen. Wir sind, denke ich, auch mal in der öffentlichen Wahrnehmung absolut gewachsen. Und ich bin wahnsinnig froh und glücklich, dass wir auch diesen Zuspruch, wenn ich jetzt nur an die All-Stars denke, von politischer Seite, Thomas Lurz, mehrfacher Weltmeister, und Matze Bielek, das sind lauter tolle Leute, die sagen, hey, wir unterstützen das. Auch rund um das Spielfeld ist für Unterhaltung und gute Verpflegung beim Möller Manlift Cup gesorgt. Der Würzburger Physiotherapeut Danny Jürgensen bietet eine mobile Massagestation an. Auch erschöpfte Spieler werden hier wieder aufgepäppelt. Der Erlös fließt auch dieses Jahr wieder mehreren sozialen Projekten in Würzburg zu. Es ist das Frauenhaus der AWO, das Jugendzentrum auf dem Heuchelhof, das Leithaus in der Zellerau und ein Einzelschicksal, ein Mädchen mit einem starken Autismus und Down-Syndrom. Der Möller Manlift Cup ist inzwischen im Terminkalender der Stadt verankert und hat wichtige Unterstützer. Das ist eine ganz tolle Aktion zum Wohle von Kinderbetreuungseinrichtungen, Frauen, Senioren. Jedes Jahr sind die Projekte, die unterstützt werden, verschieden, auch für Einzelschicksale. Einfach die Dinge, die so vom Staat insgesamt oder von der Stadt und Sozialhilfe nicht erfasst werden, aber wo man sieht, Mensch, da ist ein schwieriges Schicksal. Und dass Gesellschaft zusammenhält im Ehrenamt und da viele Sponsoren zu finden ist, das finde ich traumhaft. Das zeichnet unsere Stadt aus. Kann man nur an alle, die beteiligt sind, Danke sagen. Ein Engagement von vielen Seiten, das sich erneut gelohnt hat. Am Ende kommen 15.000 Euro für den guten Zweck zusammen.